Der Trauerprozess ist ja einer, der so, ja, eigentlich hat er ein Lasso oder hat eben Zähne, die einen immer wieder reißen und zurückholen. Mhm. Und auch, es ist ein sich selbst neu, stets erneuernder Prozess. Wenn man ihn aktiv, ja, fast leben darf und vor allem nicht vom Leben abschneiden muss, man muss nichts verbergen, man muss nicht irgendwie besonders geschönt darstellen, dann lässt er sich im Leben, mit dem Leben verarbeiten. Dass es trotzdem Schmerzen wie von Bissen gibt oder einfach auch große Fragen, die immer wieder durch aufgescheuchte Ängste entstehen, das ist, ich nehme an, menschliches Schicksal. Mhm. Jeder, der fühlt, fühlt immer mehr. Man fühlt ja nicht weniger in der Regel.